WC-Fläche haben, aber haben euch auch schon gefragt. Ich reg mich jedes Mal auf. Vorgestern war ich an der Uni-Hockey-WM. Ich musste 10 Minuten anstehen und die Männer sind einfach reingelaufen. Heute Abend reden wir über die Benachteiligung, über Gleichberechtigung. Das steht seit 1981 in der Verfassung. Aber sie sind doch alle da, also kann man doch noch darüber reden, auch nach 40 Jahren. Ich war die einzige Frau unter 40 in der philosophischen Fakultät, da waren dann vielleicht auch noch 4 oder 5 Männer. Also mir wird auch immer gesagt, du nimmst viel zu viel Raum ein, du bist so dominant. Ja klar, ich bin auch so klein und deswegen muss ich besonders viel und schnell und laut reden. Dahinter steckt eine sehr lange patriarchale Tradition und es braucht ganz sicherlich mehr Diversität. Am Schluss, wir wollen die Gleichheit der Chance für Frauen und Männer und für alle anderen auch. Ich denke, damit verbunden, meiner Meinung nach, ist der Abbau von gewissen Hürden, nicht eben der Aufbau von einem Schutz. Für uns geht es im Fußball oder im Sport generell nicht um den gleichen Lohn, sondern es geht um die gleichen Möglichkeiten. Wir sind meilenweit weg in der Schweiz. Die Zeit war noch nie so reif gewesen. Wenn wir sehen, wie viele Millionen von Arbeitsplätzen oder werden Fachkräfte fehlen in ganz Europa, dann werden händeringend gut ausgebildete Leute gesucht. Und es machen viel mehr Frauen den Abschluss als Männer. Ich engagiere mich in der Gleichstellungsfrage, weil wir nicht gleichgestellt sind. Ich kann sagen, bei mir hat schon das Grosse ist Unternehmerin gewesen, meine Mutter ist Unternehmerin gewesen, meine Frau ist Unternehmerin. Ich habe gelernt, den Spielraum zu geben. Ich finde das super. Das heisst, man hat immer eine spannende Gesprächspartnerin daheim, egal ob es die grosse Mutter oder die Frau ist. Und von dem her habe ich das Gefühl, ja, dass ich genau die Einstellung habe, die es braucht, nämlich nicht einzuhängen. Ich engagiere mich im Rahmen der Hochschule natürlich, aufgrund meiner Funktion als Dozentin. Ich versuche auch ein Rollenbild für die jungen Studierenden zu sein, also vor allem für die jungen Frauen. Ja, ich glaube, die Debatte heute Abend hat gezeigt, dass Gleichstellung ein Thema ist, das uns mehr und mehr bewegt. Wir haben zum Beispiel ein neues Parlament, wo viel mehr Frauen, viel mehr Diversity da ist. Wir müssen Wege finden, dass die Frauen vermehrt wieder oder erst echt vermehrt ins Arbeitsleben eintreten können, dass sie gesellschaftlich ihre Chancen wahrnehmen können.